Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute wollen wir uns mal mit den Earnings beschäftigen. Wir haben ja gerade in den USA die sogenannte Earnings Season, das heißt Unternehmen veröffentlichen ihre Zahlen. Und eine Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, sollte man eigentlich auch Aktienoptionen während dieser Earnings Season verkaufen oder sollte man sich da besser zurückhalten? Und meine Antwort auf diese Frage, die gibt es jetzt hier im Video. Ja, die Earnings Season, das ist natürlich etwas, was den Händler, der sich mit Aktienoptionen beschäftigt, viermal im Jahr trifft. Ne? Jedes amerikanische Unternehmen muss viermal im Jahr seine Quartalszahlen veröffentlichen und die machen das dann alle auch in relativ geballter Form. Das heißt also, so in ungefähr 3-4 Wochen, also in einem Zeitraum von 3-4 Wochen, veröffentlichen diese ganzen Unternehmen dann Zahlen. Das heißt, wenn du da reinschaust, dann siehst du heute diese 50 und morgen diese 50. Ne? Also das ist wirklich dann in geballter Form. Naja, und wenn wir sagen, so 3-4 Wochen dauert das etwa, dann haben wir ja im Jahr im Grunde von 12 Monaten 4 Monate, wo diese Earnings Season ist. Das heißt, es würden eigentlich nur 8 Monate übrig bleiben. Was ist jetzt eigentlich die Angst vieler Optionshändler vor genau dieser Earnings Season? Naja, es ist natürlich das, dass Bewegung in den Markt kommen könnte. Auf der einen Seite wollen wir natürlich, dass Bewegung in den Markt kommt, weil wir Volatilitäten brauchen. Auf der anderen Seite wollen wir aber natürlich nicht von Bewegungen überrascht werden. Und wie diese Bewegungen ausschauen können, das können wir uns hier mal in einem ersten Chart anschauen. Und zwar, die Bewegung könnte natürlich so ausschauen, wie hier im Beispiel von Caterpillar. Das Symbol ist CAT, CAT, ne? Momentan auf Allzeithoch. Jetzt kommt die Firma, bringt ihre Zahlen raus, sagt, der Ausblick ist super, alles wunderbar. Und wir sehen, wie die Aktie hier nach oben springt. Dürften so, glaube ich, um die 6% etwa gewesen sein. Ne? 6% nach Earning ging es da nach oben. So, jetzt stellen wir uns vor, du hast in dieser Aktie einen Short Put geschrieben. Ne? Trendfolgen ganz einfach, Allzeithoch, Short Put, super. Große Klasse, das heißt, hier haben dir die Earnings natürlich geholfen. Jetzt können wir uns aber schon denken, wenn es dieses oder diese Beispiele gibt, dann gibt es auch die anderen Beispiele. Und da schauen wir uns auch nochmal eine Aktie an. Und zwar ist das auch eine Aktie, die wir jetzt dieses Jahr nicht so viel, aber gerade in den letzten Jahren recht häufig gehandelt, und zwar Chipotle Mexican Grill. Die sind ja schon seit längerer Zeit unter Druck. Ne? Da läuft es nicht so, wie man sich das vorstellt. Da gibt es immer viel Ärger mit der Hygiene. Und jetzt kommen auch hier oder kamen hier Earnings heraus. Und schaut euch hier im Chart an, was passiert ist. Die Aktie hat während der Earnings 14% abgegeben. Das heißt, die Earnings werden ja immer veröffentlicht, entweder vor der Handelssitzung oder nach der Handelssitzung. Naja, und dann eben sofort entweder zur Eröffnung oder zur Eröffnung am nächsten Tag kommen eben dann diese großen Bewegungen. Und jetzt stellen wir uns die gleiche Situation vor. Du hast hier einen Short Put und jetzt rennt die Aktie 14% nach unten gegen dich. Das ist natürlich die Angst, die alle Put-Verkäufer im Markt haben. So, jetzt müssen wir uns überlegen, könnte man ja sagen, okay, ist mir das Risiko zu groß, gehe ich raus, mache ich in dieser Zeit nichts. Aber das wäre natürlich auch falsch, denn wenn man diese Frage beantworten will, soll man während der Earnings handeln oder nicht, dann muss man erst sagen, was soll man denn während der Earnings handeln oder nicht? Heißt also, es gibt natürlich Earnings-Strategien, ne? Also Strategien, die ganz bewusst so aufgesetzt sind, dass sie von diesen großen Bewegungen, die es während der Earnings gibt, die davon profitieren. Mal zwei ganz bekannte genannt. Die eine wäre, dass man im Vorfeld, also vielleicht so 4-5 Wochen bevor eine Firma Zahlen veröffentlicht, dass man dann Optionen kauft. Jawohl, ihr hört richtig. Ja, hier geht es ja manchmal auch ums Kaufen. Also, dass man Optionen kauft. Warum? Weil die Volatilität ja ansteigt. Im Vorfeld vor den Earnings sichern sich viele Marktteilnehmer ab und das treibt die Volatilität nach oben. Und da kann man dann darauf setzen, indem man dann zum Beispiel Straddles kauft. Das heißt also, man kauft einen Call, einen Put am aktuellen Preis. Und wenn die Volatilität ansteigt, dann sollten diese Optionen auch davon profitieren. Das ist ein klassischer Earnings Trade, den viele auch handeln. Hat nicht eine allzu große Trefferquote. Wenn aber so ein Treffer kommt, dann ist der eigentlich recht gut. So, andere Methode. Der setzt darauf, dass wenn einmal die Zahlen raus sind, völlig unabhängig davon, ob die jetzt gut oder schlecht sind, was passiert dann auch mit der Volatilität? Die geht eben erstmal sehr nach unten. Da gibt es auch diesen sogenannten Earnings Crash.
Und das nutzen dann auch viele Händler aus, indem sie sagen, okay, dann verkaufe ich eben direkt vor den Earnings, verkaufe ich zum Beispiel Short Strangles oder diejenigen, die das lieber abgesichert machen wollen, die sagen eben, ich verkaufe Iron Condors, weil dann habe ich kein Risiko, was ich nicht definieren kann. Und wenn dann eben die Zahlen kommt, tja, dann bricht die Volatilität zusammen und im besten Falle hast du dann einen Gewinn gemacht. Das ist übrigens eine Strategie, die wir auch früher gehandelt haben, jetzt nicht mehr. Nicht, weil sie nicht funktioniert, sondern du musst hier eins machen. Wenn du das machen willst, dann musst du wahnsinnig viele Trades machen, damit dir solche einzelnen Ausreißer, die immer mal passieren können, wie jetzt hier gezeigt mit der CMG, dass die eben nicht ins Portfolio reinhauen. Ne? Das heißt, du musst da wirklich richtig viele Trades machen, musst viel am Rechner sitzen und das war uns einfach zu aufwendig und deswegen haben wir es irgendwann bleiben lassen. Ist aber eine Strategie, die definitiv funktioniert. So, jetzt haben wir noch eine andere Strategie zum Beispiel. Wie ist es denn mit Cash Secured Puts? Das heißt, du schreibst einen Put, kassierst das Geld und du sagst, es ist mir vollkommen egal, was die Aktie macht, wenn sie am Ende am Verfallstag im Geld liegt, also ITM ist, naja, dann würde ich einfach die Aktie nehmen. Würde es denn dann Sinn machen, das während der Earnings auszusetzen? Nein, weil wenn du eben sagst, ich schreibe einen Put, sagen wir mal am Strike von 80 und jetzt kommen die Earnings und die Aktie fällt auf 79, naja, du warst doch eh bereit, sie bei 80 zu kaufen. Ne? Also das heißt, das ist doch dann überhaupt kein Problem. Du siehst also, bei Earnings Trades und auch so bei Cash Secured Puts macht es definitiv Sinn, auch während der Earnings zu handeln, gibt es überhaupt keinen Grund, dass man da aussetzt. Anders ist es natürlich mit dem klassischen Short Put System, was ja auch viele von euch, was auch ich handle. Da will man genau vor den Überraschungen, wie ich sie euch am Anfang gezeigt habe, natürlich nicht überrascht werden, nicht von den Überraschungen überrascht werden. Und deswegen sollte man in der Phase diese Trades dann nicht zwingend umsetzen. Das heißt, da sollte man dann sagen, okay, ich weiß eben jetzt, wenn am Freitag die Firma ihre Earnings bringt, dann möchte ich am Freitag nicht mehr im Trade sein. Und weil ich auch weiß, dass im Vorfeld die Volatilitäten ansteigen und ich bin ja Short Volatilität, das heißt, es ist eigentlich nicht gut für mich, ist es oftmals auch besser zu warten, bis die Earnings vorbei sind und dann erst wieder Trades zu machen. Das heißt, wir zum Beispiel gehen in dieser Zeit dann her, handeln dann verstärkt Indexoptionen oder ETFs, weil man da das Einzelaktienrisiko eben nicht hat. Ein S&P gapt eben nicht wegen Earnings 15% nach unten. Und deswegen steigen wir da ein bisschen um und handeln mehr ETF oder Indexoptionen. Und sobald die Earnings vorbei sind, steigen wir aber wieder in die Märkte ein, in der jeweils einzelnen Aktie und handeln dann auch wieder, gerade wenn, wie jetzt hier bei Caterpillar, eben die Aktien stark sind, nach oben gehen. Also das macht dann in der Regel Sinn, dass man mit dem Flow, mit dem Trend dann einfach mitgeht. So, soll man also während der Earnings Optionen handeln, ja oder nein? Naja, das kommt drauf an, was du machst. Also pauschal kann man diese Frage gar nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern ihr müsst euch wirklich immer fragen, welches Risiko stellen denn die Earnings für meine Strategie dar? Für Earnings Trades ist es kein Risiko, sondern Voraussetzung, dass du überhaupt diese Trades machen kannst. Für Cash Secured Puts sind sie aus meiner Sicht heraus, vielleicht seht ihr das anders, aber aus meiner Sicht heraus auch kein Risiko. Aber für eine klassische Short Put Strategie, da sollte man wirklich während der Earnings lieber außen vor bleiben und sollte eben lieber auf andere Produkte greifen, wie die schon erwähnten ETF oder Indexoptionen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Tipp heute wieder ein wenig weitergebracht. Falls ja, dann kommentiert das in diesem Video. Ihr dürft das Video gerne teilen, verbreiten, damit immer mehr Leute auch Optionen handeln, weil je mehr wir Optionshändler werden, umso bessere Angebote bekommen wir von den Brokern, von der Industrie und das hilft uns allen. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Euch alles Gute, bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.